Nach der nicht ganz unerwarteten Niederlage zum Auftakt auswärts beim AC Vals stehen die Zeichen heute beim Gastgeber ganz auf Sieg. Trainer Walter Metzler kann so gut wie aus dem Vollen schöpfen und die Athleten sind natürlich bis in die Haarspitzen motiviert, den Zuschauern ein gutes Spektakel zu bieten. Ich wünsche Ihnen nun gute Unterhaltung und spannende Kämpfe beim Duell AC Hörbrands gegen den AC Hötting. In der gut besuchten Halle in Hörbrands kamen die Fans voll auf ihre Kosten. Die Gastgeber in den roten Rissen konnten ihre Ringerqualitäten voll ausspielen. Den Beginn an diesem Abend machte Akbina Hüseyin im Freistil bis 55 Kilogramm. Bemerkenswert seine Leistung auch deshalb, hatte er doch am Vortag noch über 3 Kilo zu viel auf den Rippen. Kurz vor dem Kampf zeigte die Waage dann 54,9 Kilogramm. Marathon, Saunagänge und ausgedehntes Jogging machten es möglich. Ein besonderer Moment dann für Kemal Tajic, der zum ersten Mal im Dress des AC Hörbrands auftreten durfte. Und sein Gegner verlangte dem Neo Hörbrandser alles ab. In den letzten Sekunden gelangen Kemal die entscheidenden Punkte zum Sieg über Franz Pitschmann. Kemal, dein erster Kampf im Dress von Hörbrands. Wie ist es dir heute gegangen? Ja, ganz gut. Ich habe gewonnen und das ist das, was zählt. Das war ein routinierter Ringer, aber es ist Gott sei Dank alles gut gegangen. Und ja. Was sagst du zu der Stimmung hier in Hörbrands? Die Stimmung ist gewaltig. Ich bin froh, dass ich hier ringen darf. Und ja, eigentlich ein recht gelungener Start in die Saison. Fantastische Stimmung dann natürlich auch, als Ali Rizatunc die Matte betrat. Der mehrfache Staatsmeister ließ gar keine Zweifel am Ausgang des Kampfes aufkommen und besiegte seinen Gegner mit einem Schultersieg. Das anschließende Duell sollte den Zuschauern eine weitere Premiere bieten, denn der Bruder von Kemal Tajic, Taris, präsentierte sich ebenfalls zum ersten Mal den Ringfans. Er wollte seinem Bruder natürlich um nichts nachstehen und holte in gleich überzeugender Manier die nächsten Punkte für die Gastgeber durch einen Schultersieg nach nur 35 Sekunden. Auch Sebastian Stöckeler brachte die Fans mit einem Schultersieg zum Jubeln. Frank Bentele machte mit Alexander Vögele kurzen Prozess und nach exakt 46 Sekunden hatte er seinen Gegner besiegt. Das letzte Duell im Freistil ging kampflos an die Gäste aus Hötting, da Thomas Stöckeler aus der Altersgruppe der Junioren verletzungsbedingt aufgeben musste. Trotzdem zeichnete sich nach den ersten 7 Kämpfen im Freistil bereits ein klarer Sieg für Hörbrands ab, die Gastgeber führten 23:6. Es folgten die Kämpfe im Stil griechisch-römisch. Auch hier durfte Hüseyin den Beginn machen und wie schon bei seinem Freistilkampf ging der Gegner in Führung. Doch Akbina ließ sich nicht beirren und siegte letztendlich klar durch einen Schultersieg. Es folgte der imposante Auftritt von Roman Jeglic. Bernhard Weißensteiner aus Hütting war an Kraft und Masse zwar klar überlegen und das genau nutzte Roman gnadenlos aus. Immer und immer wieder drängte er seinen Gegner aus dem Ring, bis dieser völlig entnervt aufgab. Ganz anders der zweite Kampf von Ali Rizatunc. Er zelebrierte förmlich seine Augenblicke auf der Matte, holte sich souverän seinen zweiten Schultersieg und ließ sich anschließend vom begeisterten Publikum feiern. Er bedankte sich auf seine bekannte Weise und setzte einen Rückwärtssalto bombensicher. Nachdem Frank Bentele auch seinen zweiten Sieg ins Trockene brachte, zeigte Sebastian Stöckeler erneut seine Klasse und feierte seinen zweiten Schultersieg an diesem Abend. Auch Juniorenringer Matthias Bentele bot eine tolle Leistung und wurde von den Fans während des gesamten Kampfes toll angefeuert. Doch Maximilian Stern war an diesem Abend eine Nummer zu groß. Bentele unterlag letztendlich klar nach Punkten. Den Schlusspunkt an diesem erfolgreichen Abend setzte dann Marc Bock, der Heimkehrer aus der Meistermannschaft von 2005, ließ sich von den Fans nicht zweimal bitten und setzte mit seinem Schultersieg einen gelungenen Abschluss zum klaren 47:90 von Hörbrands gegen Hütting. Thomas, ausgerechnet bei der Heimpremiere bist du in die Zuschauerrolle geschlüpft, du hast dich verletzt. Wie war es heute für dich, nur zuzuschauen? Ja, es ging, die Jungen sind sehr gut in die Bresche gesprungen.